So, da bin ich auch schon wieder und wir machen weiter. Wir sind Carla Valenti, die coolste Inspektorin, Detective irgendwas der Welt. Und wir schauen uns mal den Tisch an, nämlich den Tisch von Lukas, an dem er ja gesessen hat. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Na, sie ist ja so spitzfindig. So, wir schauen mal auf die Rechnung. Nein, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Ja, stimmt, da steht ein Becher Kaffee. Unten unterm Tisch liegt etwas. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Ui. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Wieso sind das ungewöhnliche Bücher? Geralt, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Koffeinschock. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. So, wir gucken uns noch die Sitzbänke an. Der Mörder saß an diesem Tisch. Nach der Tat kam er zurück und setzte sich hin. Ja, das haben wir getan. Sehr schön. Wie die Carla das rausgekriegt hat. Garrett, in dieser Kabine sind Blutspuren. Okay, schaue ich mir an. Mensch, Carla kriegt doch alles mit. Wir gehen mal weiter. Hier ist ein Telefon... Automat. Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüberliefen. Geht in Ordnung, Carla. Das hätten wir mit Lukas auch machen können. Wir hätten hier wen anrufen können. Aber wir Tyler, ich guck mal draußen. Yep. Und wir gehen mal hier in diese Straße rein. Und da ist ein Penner. Ein Obdachloser. Verzeihung. Guten Abend. Oh, hallo, Püppchen. Was kann ich für dich tun? Irgendwas in gesehen. Diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Ich heiße Carla Valenti. Und Sie? Wie heißen Sie? Wer? Ich? Ja, wie heiße ich noch gleich? Jim. Hab ich vergessen. Mich ruft eh niemand mehr so. Bogart. Bogart. Meine Freunde nennen mich Bogart. Weil ich diesem Schauspielertypen anscheinend so ähnlich sehe, ja. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Wieso zieht sie das jetzt runter? Ich hab jemanden gesehen. Ach. Oder eher etwas. Niemand erinnert sich an ihn, aber ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen, wie er aus der Hintertür kam. Ach. Es war das Böse. Der Teufel in Person. Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben? Na, wen? Du trinkst so viel Stuss. Völligen Stuss. Das ist schon irgendwie unterhaltsam. Aber gut. Wir gehen mal und gucken, ob wir hier drin können. Nein, können wir nicht, weil die Tür von der Seite nicht aufgeht. Die Tür geht nur von innen auf. Hast du richtig erkannt, Carla? So, wir laufen hier mal lang. Können wir zur U-Bahn gehen? So weit vom Tatort entfernt finde ich sicher keine Hinweise. Na toll, also wir haben nur einen... Ich gehe besser wieder zurück. ...einen bestimmten Bereich, in dem wir uns bewegen dürfen. Und laufen mal hier lang. Vielleicht gibt es hier irgendwas Verdächtiges. So. Ja, komm, wir werden überfahren. Hier ist ein Taxi. Ja. Hallo? Ein Taxi. Der Mörder ist vielleicht mit dem Taxi gekommen oder geflüchtet. Ich werde die Fahrten überprüfen, die hierher oder von hier weggingen. So, und jetzt gucken wir einfach mal nach unten. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Yep. Und wir gehen wieder rein. Und das ist jetzt alles, was wir irgendwie draußen erkundet
haben. Und auch drinnen, glaube ich. Wir gucken uns aber trotzdem noch ein bisschen um. Ich zeige euch noch, wie man Carlas Gemütszustand noch ein bisschen hochpushen kann, indem man ihr nämlich Kaffee gibt. Und trinken. So, das steigert um 5. Ach ja, genau, wir werden noch was über Tyler in Erfahrung bringen. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber er ist ein prima Kerl. Na, das ist doch schön für uns alle. Und genau zu diesem prima Kerl wechseln wir jetzt rüber. So, wir sind jetzt Tyler Miles. Und jetzt gucken wir mal, was Tyler über Carla denkt. Geht das? Das geht doch eigentlich. Nee. Okay, geht das ausnahmsweise mal nicht. Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Also Tyler guckt jetzt hier auch mal den Tisch an von Lukas. Martin sagt, der Typ saß hier. Ja, mehr kriegt Tyler nicht mit. Die Spitzfindige von den beiden ist eindeutig Carla. Wir sprechen mal mit den Kollegen. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Bist du aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Also wichtig ist dieses, unten rechts dieses Statuskästchen sozusagen, in dem die Stimmung der Protagonisten sich verändert. Wenn die auf ganz runter sinkt, auf 0 wahrscheinlich, völliger Zusammenbruch oder so, dann ist das Spiel im Grunde Game Over. Genau das verhindern wir mit den Handlungen, die wir hier tun. Und gehen jetzt mal in die Toilette rein. Carla kommt jetzt lustigerweise mit. Jawohl. So, und ich mache hier einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann das Klo des Grauens untersuchen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald.